Heyo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Gaia. Wir sind jetzt hier in der Stadt, nachdem wir den Arenaleiter besiegt haben. Und bin immer noch ein bisschen angepisst. I mean, ja, die zwei Tode waren unnötig. Das hätte auch nicht sein müssen, um ehrlich zu sein. Andererseits, ja, waren jetzt auch keine crazy Pokémon so. I guess. Scheiß drauf. Wir müssen nach vorne schauen. Wir werden jetzt gleich wieder durch die Frostbite Cave gehen. Und eventuell dort nochmal einen geilen Encounter holen. Dann müssen wir uns da auf jeden Fall auch auf einen harten Fight einstellen. Weil wir müssen da, glaube ich, irgendwie einen Kampf hintereinander machen oder so. Und ja, das war letztes Mal schon irgendwie unangenehm. Auch hier gegen diese ganzen Rümpel und so müssen wir da kämpfen, gegen die ganzen Lappen da. Ja, es wird eine entspannte und aufregende Folge. Escape Ropes. Wie gesagt, ich will halt eigentlich erst oben fangen. Muss halt jetzt dann wieder da schauen. I don't know. Wir fangen einfach mal hier mit Pizza an. Ja, andererseits, ne, die Trainer sind jetzt auch nicht ohne. Oh, wir haben ja sogar direkt immer ein Psycho, deswegen. Gift-Pokémon sollten wir halt vielleicht nicht und Kampf-Pokémon nicht vorne machen. Jetzt, jawohl. Immer bei diesen Edelsteinen, glaube ich, kann man was holen. Nuna. Ja, Intimidate hilft auch. Moonlight, okay. Weiter, jawohl. Jo, Psyduck. Psyduck kennt, glaube ich, nur Konfusion. Ist ja nicht mal ein Psycho-Pokémon. Ich werde ja auf jeden Fall auch selber ein paar Mal healen, weil wenn ich die ganze Zeit zurückrenne, das zieht ja von meinem Super Repel ab. Toll. Hält mir hier die Items ab. Total. Hyper Potion gönne ich mir. Jetzt schaue ich mal eine Super Potion vielleicht. So, hätte ich auch eine normale Potion machen können. Ich verliert. Oh, Soul Rock hat der. Fuck. Hätte ich direkt schauen sollen, ja. Ja, direkt wechseln. Aber ein Intimidate kann ich ja auch noch raushauen, ist auch ganz okay. Rit. Ah, vielleicht ein One-Shotten schön. Ah, schade. Meine Special Attacks hier auch echt nicht so gut. Ist okay. Okay, auch vorbei. Die Frage ist, was gibt es hier noch vielleicht für Items? Unten. Antidote. Thunderstone. Ja, wir sehen diese Items. Ice Heal. Jetzt hier, ich will hier auf jeden Fall dodgen. Blue Shards. Kein Rock Smash dabei. Das müssen wir ändern. Irgendwie, also sowieso irgendwie, ich weiß gar nicht, Burger hat gar keine Kampfattacke erlernt oder habe ich das irgendwie verpasst oder so?
Dann haben wir den halt einfach Rock Smash. Dann hat er noch Mark Punch. Full Heal, jawohl. So, jetzt healen wir noch ganz kurz. Hier eine Super Potion. Ah! Oh! Diggersby. Ah, ist okay. Lass mal da drauf. Wir wechseln trotzdem wieder. Ja, Lia sehe ich eigentlich ungern. Jetzt auch nicht viel. Water Gun ist halt auch nicht so das Beste, ne? Ein Crit, okay, I take it. Hier können wir wieder Rock Dump einsetzen. So hätte da der Arena Cup auch gerne aussehen dürfen. Aber ich bin ja die ganze Zeit verwirrt gewesen, konnte nichts machen. Von dem her braucht man sich halt auch nicht wundern, warum man dann sacken muss. Aber so, so ist halt das Game. Wie was will man machen? Noctol Level 20, ne? Komplett habe ich die jetzt rasiert. Konnte gar nichts machen, Mann. Amnesia. Oh, Amnesia ist, glaube ich, gut. Probably raises special defense. Er ist Hidden Power verlernen, weil Elektro bringt jetzt hier auch nicht so viel. Special defense ist auch nochmal gut. Ist auch so einer, der sich dreht. Er hat ein Golet. Werden wir mit Spinat mal vorgehen. Oh, Spinat gar nicht Level 23. Wird gar nicht hochgezogen. Hier Burger auch. Okay. Komm, dreh dich, Kollege. Oh mein Gott, der Fuchs. Ja. Wir wissen ja, dass Golet kommt. Ein Bubble setzen. Mega Punch. Okay. Voll. Mega Punch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist doch gar nicht sein Type. So viel Damage macht dann, aber ja, vielleicht ist meine Defense auch einfach Schrott. Hier Potion einsetzen. Ja, hier auch eine Potion. Hier hätte ich halt gern direkt einen Leafstone irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, woher ich jetzt so schnell einen bekomme. Ich glaube, so früh bekommt man gar keinen Leafstone. Ja, erst wenn man da Dive einsetzt. In dem Preis für Walloon Reserve, aber den Preis werde ich eh nicht kriegen, weil beim ersten Mal wird den immer der Typ kriegen. Jetzt haben wir ja dieses Rätsel wieder. Holen wir uns kurz diesen Ding. Und so starten. Ne, ich glaube so.
So, so. Runter hier und dann nach oben. Heftiges Erdbeben oder was? Ich glaube, hier oben gab es noch was. Hier oder hier? Voll Relic Silver. So, an dem komme ich nicht vorbei, da muss ich fighten. Der hat, glaube ich, Tangelas, so wie ich das jetzt hier gerade liest. Okay, kein One-Shot leider. Poison Powder, ungerne gesehen, ungerne. Komm, Wing Attack. Danach können wir austauschen. Ach man. Wir haben nachher einfach zweimal Fighten hintereinander. Das ist halt echt hart so. Vor allem noch mit ihrem Frostlass und so. Ich glaube, einen Wing Attack setze ich noch. Maybe even sogar zwei. Jetzt kommt es drauf an, wie viel Damage er mir macht. Kann ich vergessen. Yes. So, jetzt werden wir aber eine Escape Rope einsetzen. Uns nochmal kurz full healen. Die muss ich nicht fighten, genau. So, jetzt kommt sie mit einem Yanma und Relikant. Wir machen so. Komm ran. Mal. Voll. Schöner Kill. Ich bin ja auch Boden und der ist Wasser, deswegen wenn auf Spinat gehen und einfach Absorber einsetzen. Vierfach Schwäche. Schön Power. Auch komisch, dass er gegen uns keine Wasserattacke einsetzt. Jetzt setzt er eine Wasserattacke gegen Wasser Pflanzen-Pokémon. Kein Sinn. Boah, ich bin wieder Full Heal. Wieder ein Full Heal? Ja, nicht ganz, aber perfekt, reicht. Keine Ahnung, wie ich hier laufen muss, aber hier ist Item-Radar. Weil ich glaube, den hole ich mir irgendwann später. Er hat gesagt, keinen Bock hier zu fighten. Protein. Nehmen wir mit. Gehen wir hier runter. Kriegen wir noch ein paar Items. Never Melt Ice, richtig. Und hier nochmal eine TM. Shadow Claw, jawohl. So. Und hier weiter nach oben. Fake Out. So, und rein. So, kennen wir alles. Jetzt müssen wir gegen den ersten fighten. Ja, vorbeilaufen. Schade. Okay. Also ab in den Fight. Fake Out. Zusätzlicher Damage und warum nicht? Bubble Beam. Voll.
auch Gestein. Gesteinwasser, da hätten wir eher Absorber einsetzen sollen. Kommt nochmal ein Absorber rein. Dann sind wir nochmal Full Heal. Spannend, sehr entspannt. Biggersby. Probieren wir direkt mal einen Bubble Beam. Ist mir vielleicht doch ein Absorber gegangen. Hätten wir ihn nämlich one-shotten und dann haben wir keine KP zurückbekommen. Oder HP. Nicht ganz, aber jetzt der Heal selber. Ich meine, ich werde es einsetzen, aber es wird trotzdem nicht ganz so viel bringen. Zumindest so ein bisschen nochmal zurück erholen. Jetzt kommt sie hier ran. Okay. Der hat halt direkt einen Snowball. Mit Hagel. Hail. Das bringt uns halt auch gar nichts. Bei mir auch hier werde ich trotzdem Fake Out setzen. Besser als nichts. Kommt halt der Hail Damage. Gerade am überlegen, ob ich vielleicht doch gegen ihn versuche zu fighten. Ein bisschen den Hail einfach ausreizen. Weil wenn wir dadurch dann halt vielleicht wenn der Hail ausgereizt ist. Ich habe halt auch gar nichts, was ihn irgendwie damaged, ne? Ich wechsle. Ich wechsle lieber. Feuer-Pokémon, ein Flame Wheel, dann ist er weg. Razor Leaf macht mir gar nichts. Oh, doch ein bisschen. Jetzt eher so mit so 5 Damage gerechnet oder 6, aber nicht 9. Es muss killen. Ja, eben, muss killen. Kommt halt Noctowl. Noctowl hat, glaube ich, auch Konfusion und so, deswegen will ich eigentlich keine Gift-Pokémon jetzt gerade reinwerfen. Also Steak gerade oder Pizza sind hier eher tabu. Ich werde Fish and Chips jetzt reinwerfen. Da haben wir nämlich auch nochmal Rock Tomb. Black setzt da ein. Out. Crit natürlich, Crit natürlich. Jetzt halt den Reflektor jetzt oben. Sieht wer aber. Killt schon? Ah, nee. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier mehr. Ich könnte halt jetzt auch tauschen, ne? Weil eigentlich muss ich ihn killen. Wenn ich tausche, dann hat er nochmal eine Attacke, die er raushaut. Ja, ich muss killen. Water Gun hat die bessere Genauigkeit, deswegen werde ich Water Gun einsetzen.
Aura. Okay, ich werde jetzt wieder auf... Jetzt werde ich auf Steak wechseln. Okay, er kommt mit Mist. Reflect wear off, das ist gut. Extrem gut. Wir haben immer noch den Hail. Das finde ich eigentlich komisch, dass er so lange noch hält. Double Kick. Sollte killen. Voll. Jetzt ist nur noch Frostless. Frostless können wir auf jeden Fall mit unserem Rock Tomb können wir das auf jeden Fall killen. Wie lange kommt denn noch Hail? Hail continues. Warum? Wir müssen auf Rockdump gehen. Ich hab ein Speedfell. Kein Speedfell? So ein Crit können wir, glaube ich, halt nicht einstecken. Aber wir haben auch nicht so viele andere Möglichkeiten, glaube ich. Wir können ihn hier eigentlich, können Spinat nochmal reinwerfen, aber wenn ich ihn jetzt reinwerfe, er quittet mich oder so, dann wäre Spinat auch weg. Dann muss ich irgendwie auch wieder umtauschen. Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Das Steak sehr, sehr wertvoll eigentlich. Hell noch am Start ist. Wir probieren. Tonisch. Blinscht. Ah. Immer noch Hail. Wie kann es denn sein, Hail? Dann kann Hail doch gar nicht wirken. Voll. Geht doch Hail gar nicht. Macht irgendwie gar keinen Sinn, Mann. Okay. Ach, wilder Fight, keine Niederlage bzw. kein Tod, sehr, sehr gut, sehr, sehr entspannt bis jetzt. Ich glaube, letzten Run hatten wir zu der Zeit mehr Tode, von dem her bin ich relativ zufrieden. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge ab hier. Es war gut, alles entspannt. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, haut rein, ciao, ciao.